Ist dieses Prosastück auch ein Stück Aufarbeitung Ihrer eigenen Vergangenheit? Ein Stück meines Lebens, ja. Entscheidendes Stück. Nicht irgendwann will man entscheidende Abschnitte, wie heißt es, festhalten. Mit der Feder, nicht heißt es da. So ist das gemacht. Aber das sind die 50er Jahre, jetzt sind die 80er, 30er Jahre Abstand. Nicht? Da kann man so Freunde von früher hereinziehen zwischen die Buchdeckel und halt sie fest, fotografiert sie, liefert das aus, das macht der Verleger. So ist das. Hat Sie die Zeit, über die Sie geschrieben haben, so erregt? Oder was war es, dass Sie das aufgeregt? Die Erinnerung, die Zeit, erregt einen ja nach 30 Jahren nicht mehr. Nicht? Aber die Erinnerung, nicht? Die macht man sich gegenwärtig, nicht? Und dann sieht man, dass das lauter mehr oder weniger offene Wunden sind, nicht? Spritzt man ein bisschen Gift hinein und das Ganze entzündet sich und dann kommt ein erregter Stil zustande. Nicht? Da treten dann halt Menschen auf, und wenn man sie sieht, machen sie einen halb wahnsinnig, nicht? Und dann führt man sie ein in so ein Buch, eben in eine Erregung. Aber wenn man über die Vergangenheit schreibt, dann müsste man doch eigentlich aus der Distanz ein bisschen besonnener sein können. Das ist das Klischee von Vergangenheitsbetrachtung, nicht? Das ist natürlich völlig falsch. Alte Leute können solche Bücher schreiben, nicht? Wenn sie dann lahm im Lehnsessel sitzen. Nicht meine Art, noch nicht, vielleicht übermorgen. Ich bin auch erregt, wenn ich schreibe, nicht? Auch wenn ich was Ruhiges schreibe, bin ich letzten Endes auch erregt. Nicht? Erregung ist ja ein angenehmer Zustand. Bringt das lahme Blut in Gang. Pulsiert. Macht lebendig und macht dann Bücher. Ohne Erregung ist gar nichts. Wir können uns gleich im Bett liegen bleiben. Im Bett ist ja auch nicht Spaß, wenn sie sich erregen, nicht? Und im Buch ist genauso. Ist auch eine Art Geschlechtsverkehr, nicht? Der Buchschreiben, nicht? Das ist viel bequemer, nicht? Als früher, wo man das wirklich natürlich aufgeführt hat. Es ist ja viel angenehmer, ein Buch zu schreiben, als mit jemandem ins Bett zu gehen.